Hallo dran, ich bin Dominik und heute habe ich für euch Samsung Galaxy S8. Mit der neuen Samsung Experience, heisst die ganze Benutzeroberfläche, die Samsung drauf hat, haben sie auch einen neuen Personal Assistant eingebaut, der heisst Bixby. Bixby, ich zeige es auf dem kleinen, weil auf dem grossen zeige ich noch etwas anderes. Bixby ist im Wesentlichen ein Sprachassistent, der aber bis jetzt nur in US-amerikanisch und südkoreanisch vorhanden ist. Und andere Sprachen sollten irgendwann noch kommen. Schweizerdeutsch wahrscheinlich nie. Sind wir ehrlich, weil ich meine, Schweiz ist, der Markt ist zu klein für einen Sprachassistent, der nur Schweizerdeutsch redet. Und vor allem, ich meine, ich bin St. Galler. Und wenn du Zürcher bist, dann findest du auch schon in Tönen auch komisch. Nein. Jetzt musst du dir vorstellen, du wärst eine Maschine, du würdest kein Wort verstehen von dem, was ich habe. Gut. Das heisst, wir haben im Samsung S8 einen Knopf, der vorig ist. Das ist der sogenannte Bixby-Button. Was passiert, wenn ich jetzt den Bixby-Button drücke, ohne dass der Sprachassistent installiert ist? Es passiert Folgendes. Es kommt so ein buntes Sammelsurium von irgendwelchen Informationen, die aus dem Telefon kommen oder aus den Nachrichten oder irgendetwas. Bei mir ist es aktuell jetzt gerade irgendwelche Sammelsurium aus Daten aus meinem Telefon und aus den aktuellen News. Bei mir ist es Rugby-News, englische Politik und mein Puls. Das Problem ist einfach, für das einen Knopf zu verwenden, ich sehe es wie neu. Ich meine, so ein Knopf, damit ihr auf die Bluewin Homepage kommt. Wow, super. Kann man schon so machen. Aber genau darum hat sich das Internet ein bisschen angestrengt, wie sich es halt so immer macht. Weil Android ist ja bekanntermaßen ein offenes Betriebssystem. Und was ein offenes Betriebssystem hat, kann man ein bisschen drin rumwühlen im Code. Und dann haben es einen Haufen findige Leute gegeben, die herausgefunden haben, dass man, wenn man den Knopf drücken kann, kommt ein Google Sprachassistent. Und der funktioniert. Wunderbar. Samsung ist seit jeher so firmenpolitisch nicht der grösste Fan von Google. Obwohl sie Android benutzen, irgendwo geht das bei denen intern in der Logik auf. Bei mir manchmal nicht so fest. Und darum finden sie das nicht so toll, wenn Leute Google Assistant können auf den Bixby-Button legen. Darum haben sie bereits jetzt schon angekündigt, die zukünftigen Updates wird das nicht mehr möglich sein, dass man den Google Assistant drauflegen kann. Seien wir ehrlich, es ist kindisch, dass Samsung das macht. Weil ganz ehrlich, ihr werdet das nicht aufhalten können. Liebe Samsung, es geht nicht. Ihr werdet den Kampf verlieren. Es ist einfach, Leute finden den Knopf zu gut. Weil, seien wir ehrlich, er ist eine verdammt gute Idee. Lasst den Leuten das einfach. Vor allem konzentriert euch auf alles andere. Bixby Vision zum Beispiel. Bixby Vision schaut durchs Kameraauge in die Welt raus und analysiert ein Bild nach, wo sind wir, was sieht er, welche Marken sind da. Baut das aus, das ist doch super. Bitte lasst uns doch den Knopf. Lasst ihn doch so, dass wir ihn konfigurieren können. Wir wären euch dankbar.